Moshi, Moshi und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Another Brick in the Mall. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon mal ein bisschen die Straße rumgezogen. Wir sind jetzt auch bei Tag 13, es sind 10 Tage mittlerweile vergangen. Es sah nicht so gut aus. Also wenn wir uns die Statistik angucken, sind wir jetzt erst in den letzten Tagen hochgegangen. Liegt daran, dass wir unter anderem auch die Großgeräte endlich entwickelt haben, die wir hier anbieten können. Klamotten sind momentan am entwickeln. Ich habe etwas Personal gekündigt. Ich habe im Büro habe ich 3 Leute gekündigt. Wir sind jetzt gerade wieder so auf 0,0, sage ich jetzt mal. Klar, wir sind, also heutiger Tag geht mit minus 147 raus. Wir haben auch ein bisschen weniger Umsatz wie gestern, obwohl ich nichts geändert habe. Aber es ist auch so, die Großgeräte sind neu gekommen, haben viele gekauft. Und dann haben die ja erstmal, die gehen ja nicht direkt kaputt. Ich musste jetzt auch wieder, ihr habt am Personal, jetzt seht das nicht mehr, ich musste wieder ein paar Lageristen einstellen, weil die Regale immer fast leer waren. Und das war ein bisschen Kacke. Was ich noch, mir noch aufgefallen ist, was ich immer als Fehler mache. Eigentlich muss man das Lager über den Laden bauen, weil die immer von unten die Kisten nehmen. Das heißt, wenn die von unten die Kiste rausholen und dann erst immer hier rumlaufen müssen, dann dauert das ewig. Das müsste ich beim nächsten Mal ein bisschen korrigieren. So, wir haben aber 15.000 Geld. Und ich würde sagen, das sollte doch eigentlich für einen kleinen Elektroladen reichen. Okay, es reicht nicht. Ich dachte eigentlich, können wir uns einen kleinen Elektroladen aufbauen. Jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwas verkauft? 40 unterschiedliche Produktarten. Das Ding ist, man kann sich ja auch Dings holen, aber da brauche ich 10 Tage lang 200 Dollar durchschnittlich Gewinn, bis ich mir ein Darlehen holen kann. Das heißt, ich kann das jetzt nicht machen. Das ist jetzt richtig Kacke eigentlich. Was könnten wir denn machen? Wir haben hier. Ich habe halt, die Parkplätze kosten halt alles sau viel Geld. Das habe ich halt schon mal gemacht, damit es schon mal weg ist. Und eigentlich können wir nur hoffen, dass hier ordentlich Leute einkaufen. In der Zeit können wir eigentlich ein bisschen über Spiel reden, was ich beim Anfang ein bisschen vernachlässigt habe. Wir bauen hier einen Kaufladen bzw. ein Einkaufszentrum. Also das soll so ein bisschen mein erstes Einkaufszentrum werden. Das werden wir aber nachher alles verlegen, wenn wir dann ein bisschen Kohle haben und alles. So. Und hier am Anfang ist erstmal alles gemischt drin. Das ist alles Tier 1. Wird auch hier unten stehen als Qualitätsstufe 1. So, wenn wir jetzt einen Laden bauen, zum Beispiel eine Bäckerei, die nur Brötchen und so anbietet, dann wird die Qualität von dem Produkt wird höher. Dadurch, dass es ja ein Spezialladen nur dafür ist. Und der Preis geht natürlich auch nach oben. Und dadurch, und die Leute wollen halt auch so Spezialläden. Was muss man beachten? Genau, also wir haben jetzt erstmal den Gemischtladen, wo wir natürlich ein Lager brauchen. Wir müssen Lageristen einstellen. Wir brauchen Hausmeister, die hier putzen, damit es nicht dreckig ist. Wir brauchen genug Kassierer. Kassierer habe ich jetzt immer rumgemacht. Manchmal stehen sie, manchmal sind zu viele da, manchmal sind zu wenig da. Es ist echt so ein Hin und Her. Also da muss man sich wirklich richtig extrem reinfuchsen, um da ein bisschen was zu kapieren. Dann Parkplätze. Parkplätze habe ich jetzt hier aufgebaut. Hier sind so die Lieferantenparkplätze, 3 Stück. Hier habe ich ein paar Mitarbeiterparkplätze. Und hier habe ich die Müllabfuhr. Da oben ist alles Kundenparkplätze. Es sind relativ wenig. Aber. Oh, wir haben Bekleidung. Erwirtschaftet. Von daher würde ich sagen, wir gehen mal in die Alkoholrichtung und können unsere Klamotten-Dinger hier jetzt einsortieren. Da haben wir wenigstens mal was zu tun. Und eventuell, dadurch, dass es wieder was Neues ist, kaufen die Leute es wieder ohne Ende. So, wir haben von allem etwas. Das heißt, wir machen noch T-Shirts, kann man immer brauchen. Und Hemden kann man auch immer brauchen. So, jetzt haben wir die Klamotten auch noch hinten. Jetzt haben wir den Laden, den ersten Laden haben wir jetzt soweit voll. Und wir sind im Plus. Aber da sind noch nicht alle Gehälter abgebucht. Aber wir haben schon mehr Umsatz gemacht wie gestern. Von daher alles gut. Und wir haben nur noch ein bisschen offen. Ah, das wird eventuell reichen. 286 plus. Plus ist auf jeden Fall gut. Plus ist kein Minus. Plus ist auf jeden Fall gut. So, wir haben den Laden jetzt voll. So, wir können mit dem Laden jetzt arbeiten. Also wir sehen ja, wir kriegen Kohle. Es dauert jetzt halt am Anfang ein bisschen. Wenn wir jetzt erstmal ein bisschen Finanzen erwirtschaftet haben, können wir uns auch ein bisschen Darlehen holen und können damit unseren Laden und weitere Läden bauen. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir könnten einen Klamottenladen öffnen, mini kleinen Klamottenladen. Das Problem ist aber, das Fundament allein kostet ja schon 12.000, 8, 8,
12.800. So, wie weit geht so eine blöde Kasse? Ich will ja eigentlich auch die Kasse ausnutzen. Nicht, dass die Kasse nachher... Ja, toll, das sehe ich nicht. Das sehe ich. Warte mal, hier könnte ich es erwähnen. Nee. Ah, hier könnte ich es sehen. Nee, auch nicht. Was hat denn das an Maximalreichweite? Aber hier könnte ich sehen. 10. 10. Also, das heißt, wenn wir... Es müsste auf jeden Fall 10 nach hinten gehen. Dann können wir da eins freilassen. So könnten wir zwei Kassen reinbauen. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Objekte, Kasse. Ich hatte einen Denkfehler. Ich hatte einen Denkfehler. 8. Okay. Wir bauen hier eine Doppeltür rein. Zack. Das Ding ist... Wir brauchen dahinter ja auch Platz. Ich glaube, man kann die so bauen. Egal, ich baue das jetzt so und so. Und baue da jetzt nur... 4 Klamottenständer rein. So, zuweisen. Geschäft. Zack. Dann baue ich... Bauen eine Personaltür hier rüber. Fürs Lager. So, verwalten. Jetzt brauchen wir hier, das ist... Klamotten... Wie nennt man den? Fick. Kick. Wir nennen den jetzt einfach Kick. Das ist der Kick. Textil-Discount. So, können wir einsortieren. T-Shirts. Oh, wir können ja nicht mal alles. Hosen. Kleider. Hemden. Wir haben nicht mal alles drin. Oh Gott. Das ist zu klein. Wir können es aber, wir können es ja noch vergrößern. So, wir brauchen Personal. Wir brauchen 2 Kassierer. 1, 2. 4 Kassierer. 3, 4. Und wir brauchen 2 Lageristen. So. Der eine kommt um... Wann fängt denn der an? Der macht auch um 7 auf. Bis 19 Uhr. So. Du kommst um 7, bleibst 6 Stunden. Du kommst um 7, bleibst 6 Stunden. Du kommst um 13 Uhr, bleibst 6 Stunden. Ne, um 12. 12. Oder? Von 7, 8, 9, 10, 11, 12... 1, ne, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Die bleiben jetzt 1. 13. Ja, genau. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, passt. Passt, passt. So, du kommst um 6, bleibst 6 Stunden, ne, 7 Stunden. Und du kommst um 13 Uhr und bleibst auch. 6 Stunden. Ja. Machen wir jetzt mal so. Wir brauchen hier noch ein Lager zuweisen. Zack. Wir können da das Lager auch mit benutzen. Deswegen habe ich das jetzt gerade gemacht. So. Jetzt bräuchten wir hier dann später noch. Müssen wir es nur erweitern. So, die haben schon wieder Alkohollizenz freigeschalten. Die sind ja kräftig am werkeln, ey. Als nächstes würde ich gern mal... die ein Restaurant freischalten. Das dauert ein bisschen länger. So, wir haben... Oh, wir machen gut Plus. Wir machen gut Plus. So, der Laden hier, wird der heute noch aufgemacht? Ich glaube nicht. Jetzt laufen die alle da rein. Hier ist eine Tür. Sie ist dumm. So, wenn wir jetzt... Fundament... brauchen 2800... Bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Können wir Finanzen hier was machen? Nee, können wir nicht machen. Okay, also unsere Klamotten. Jetzt gucken wir mal Gewinn. Wir haben 1600 Dollar Gewinn gemacht. Wir haben 5300 verdient. Brutto. Wartung kostet mehr. Gehälter sind alle bezahlt. Gehälter sind weniger. Schulden haben wir keine. Also der Tag war richtig gut. Und wir haben eigentlich eine gute Kundenzufriedenheit. Das Ding ist auch, die Kunden wachsen ja. Das ist ja wie im normalen Leben. Wenn du jetzt irgendwo einkaufen oder essen gehst, wo du es gut findest,
Dann erzählst du es in der Regel vielleicht jemandem weiter. So, wenn jeder Dritte das einem weitererzählt, dann kommt ja bei 30 Leuten kommen 10 dazu. Das heißt, von 30 haben wir ein Wachstum auf 40. Wenn ihr mir soweit folgen könnt. So. Von den 10 Neuen, die kommen, erzählen sie ja 3 wieder weiter. Und das ist ja dann so ein Schneeballprinzip, nennt man das ja auch. Und dadurch bekommen wir immer mehr Kunden, mehr Kunden, mehr Kunden, mehr Kunden, mehr Kunden. Deswegen, aber irgendwie auch nicht. Ach, das ist höchste Kundenanzahl vor Ort. Können wir auch irgendwo Statistik, Barvermögen, Nettogewinn steigt, Parkplatznutzung, Wartungskosten, Gehälter, tägliche Schulden haben wir nicht. Höchste Kundenanzahl, tägliche Kunden, die geht auch runter. Hä, irgendwas ist komisch. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, wir haben jetzt wieder Alkohol erforscht. Können wir, wo können wir denn, oh, Alkohol können wir auch in die Tiefkühltruhen reinpacken. So, hier haben wir, aber für jede Tiefkühltruhe haben wir, ja, dann packen wir hier jetzt noch, da packen wir jetzt noch Bier mit rein. Bier. Dann können wir irgendwo noch, ah, hier können wir auch Bier mit reinpacken. So, hier haben wir aber alles einmal durch, ne? Wie oft haben wir was von was? Zweimal Limo, zweimal Mineralwasser. Da haben wir hier und hier ist Wasser. Wo ist noch Wasser? Hä? Hier ist Wasser. Hier ist kein Wasser bei. Ach, da zählen die Tiefkühltruhen dazu, oder? Ja, deswegen haben wir nämlich schon einmal Bier. Aber hier ist wirklich kein Frühstücksflocken. Das haben wir doppelt. Das haben wir hier vorne bestimmt irgendwo. Das ist so blöd, dass man das so schlecht sieht. Da ist jetzt was drin? Süßigkeiten. Machen wir hier mal Alkohol rein. Und hier ist, weiß ich nicht, drin. Ah, Kekse sind jetzt weg. So, was haben wir jetzt verloren? Jetzt sieht's gut aus. Was haben wir jetzt verloren? Brotscheiben. Was haben wir jetzt verloren? Jetzt sieht's gut aus. Oder? Ja, jetzt haben wir alles drin. So, gibt's hier irgendwas Neues? Nee, ne? Doch, Bekleidung. Oh, da gibt's auch noch Sach. Aber davon haben wir... Wir haben von allem 2. Das heißt, wir können hier ein bisschen Bekleidung reinballern. Herrenschuhe, Damenschuhe, Herrenunterwäsche, Damenunterwäsche. So, das müssen wir von allem trotzdem noch haben. Ja. So, Bekleidung haben wir. Da haben wir ja auch alles. Tiefkühltruhen haben wir auch alles. Da haben wir... Oh Gott, da gibt es ja Elektrogeräte jetzt. Das haben wir alles doppelt. So, dann machen wir hier mal Laptops, Spielekonsolen, Smartphones. 2 haben wir noch. Tablets, MP3-Player. Machen wir das mal so. So, unser Klamottenladen. Da können wir eigentlich einen Kassierer... Pass auf, wir kündigen da beim Kick. Personal, da kündigen wir jemals. Feuern, feuern. 7, 7. Feuern, feuern. Wir brauchen da erstmal nur ein. Oh, wir haben irgendwas erreicht. 50 verschiedene. Nice. So, dann können wir jetzt mal Fundament, unseren Kick ausbauen. Wie weit kommen wir denn? So weit kommen wir? Das ist auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall gut. Dann können wir da nämlich noch mehr Kleidungsstände reinballern. So. Wie viele verschiedene Klamotten gibt es denn? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Das haben wir jetzt genau. So, und dann brauchen wir noch die weißen Regale. Wie viel gibt es da verschiedene Sachen? Ja, mal gucken. Ah, das kann ich hier oben gucken. 4. Bauen. 1. Oh fuck, eigentlich wollte ich dazwischen Platz lassen. So. Das machen wir jetzt einfach mal so.
Auswählen. Ah, verwalten. Halt. Wir müssen den Kick natürlich auch größer machen. Zuweisen, Geschäft. Zack. Das ist der Kick, genau. Jetzt können wir nämlich hier Zeug reinballern. So, T-Shirt. Wir brauchen Jacken. Mäntel. Die hat man, glaube ich, noch nicht. Ja, das kann gut sein. So, dann brauchen wir hier Herrenschuhe. Damenschuhe. Herrenunterwäsche oben zweimal und Damenunterwäsche unten zweimal. So, jetzt können wir auch gleich gucken. Weil jetzt müssten diese nämlich... hier, Qualitätsstufe 2. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier eine Gewinnspanne von 179% und hier haben wir 160%. Also wir haben hier eine höhere Gewinnspanne. Das ist nämlich genau das, weil das ein Feinkostgeschäft ist. Was heißt Feinkost? Ein Spezialistengeschäft. So, hier wir nur... Oh, wir haben noch Geld. Wir haben immer noch Geld. Yam yam. Wir haben gestern 3.800 Dollar gemacht. WTF. Wir gucken jetzt gleich mal, was unser Kick so abwirft. Jetzt gucken wir, ob ein Kassierer reicht. Momentan wird es reichen. Okay, jetzt reicht es wieder nicht. Ich hole da direkt einen zweiten wieder. Ist doch KK. Ist doch KK. So, von 7, 6 Stunden, von 12, 13, 6 Stunden. So. Ja, ich fühle mich da wohler, wenn da zwei da sind. Wir sind schon im Plus. Es ist um 11 Uhr und wir sind schon im Plus. Das ist auf jeden Fall ein schöner Anblick, kann man sagen. So, wenn der Tag vorbei ist, gucken wir mal, was unser Laden so abgeworfen hat. Und ich würde am liebsten, ich mache das jetzt noch geschwind, das hier noch um 1 erweitern. Weil sonst sieht das so ganz doof aus. Finde ich. Oh, wir haben wieder was geschafft. 60 verschiedene Produktarten. Wie das Geld steigt. Das Geld steigt ins M-Messliche. So, hier ist jetzt halt ein bisschen blöd. Ich hätte hier halt noch einen Gang reinmachen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ist jetzt blöd gelaufen. Gucken wir mal, wie wir es machen. Wir könnten auch hier noch so zwei Regale so schräg hinbauen. So und so. Und da dann noch Schuhe reinbauen. So machen wir es jetzt halt einfach. Ist jetzt ein bisschen... Ich hätte vielleicht vorher nachdenken sollen. Ah, jetzt müssen wir wieder zuweisen. Geschäft. Upsala. Zack. So, jetzt können wir hier Schuhe reinmachen. Herrenschuhe und Damenschuhe. So, Tag müsste gleich vorbei sein. Ja, ist schon... Oh, hohoho. Zaster. Zaster kommt hier ordentlich rein und dann gucken wir gleich mal. So, und 19 Uhr. So, jetzt gehen wir in die Verwaltung rein und gucken mal. Wir haben hier Profitas. Profitas hat momentan eine Gewinnspanne von 68%. Wir machen einen Bruttogewinn von 6.440 und Nettogewinn von 4.387. Das ist nach oben geschossen ohne Ende. Kick. Kick hat eine Gewinnspanne von 73%. Wir haben kaum Wartungskosten, wir haben kaum Gehälter und machen brutto 1.600 Dollar. Das heißt, es kommen 1.200 Dollar raus durch so einen Mini-Pini-Laden. Und das ist mega cool. Das ist mega cool. Deswegen habe ich jetzt als nächstes auch vor, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber die nächsten Läden werden hier so kleine Läden sein. So an der Seite und in der Mitte so ein schöner Flur. Dafür brauche ich allerdings erstmal Geld. Und momentan sieht es ja gut aus. Wir könnten uns jetzt sogar ein Darlehen holen von 9.000 Dollar. Ist nicht wirklich viel. Wir haben ja genug. Brauchen wir nicht. Okay, das war Tag 17 sind wir schon. Wir haben schon unseren zweiten Spezialladen ausgebaut. Wir haben täglich Gewinn über... Wir haben Kohle ohne Ende. Wir haben unseren ersten richtigen Laden, der gut läuft. In diesem Sinne... Sehen wir uns in der nächsten Runde und schreibt gerne mal, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Tipps und sowas habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall durchlesen und auch beachten. Die nächsten zwei Folgen noch, also ich werde insgesamt 4 Folgen vorproduzieren, werde ich noch nicht ganz drauf eingehen können, aber schreibt schon mal drunter, dass wir dann in den Folgen darauf vielleicht darauf eingehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Veritas ist raus.